So, die Überschrift. Den Text kopieren. Und schon ist eine neue Nachricht online. It's the summer highlight. Bam 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 bam. Jo, herzlich willkommen bei unserer ersten abige Infoshow. Jo, und das Intro ist übrigens von Trends and Dark. Links und so weiter Infos zu diesem Musikprojekt erhaltet ihr dann in den Show-Notizen. Ja. Auf der Webseite natürlich www.abg-info.de wissen, was abgeht. Ja, alles neu macht nun auch der Mai und wir haben uns entschlossen, ein neues Projekt auf unseren Webseiten zu starten. Und dies ist der Podcast. Ja, das ist also die ABG-Info-Show, die im Moment wöchentlich erscheinen soll. Ja. Und dazu gibt es dann jetzt auch schon ein paar Infos. Und zwar, ABG Info wird ja von einem jungen, dynamischen Team betrieben. Einmal ist das der Frank und dann bin ich das, der Uni. Und wir wollen die Menschen über aktuelle Nachrichten, Infos aus dem gesamten Altenburger Land informieren. Und gleichzeitig Geschäftsleute, Firmen und Vereine eine Präsentationsplattform bieten. Also wir möchten sozusagen die Menschen im Altenburger Land vernetzen mit unserer Plattform und wollen auch für ja, außerwärtige Gäste Kulturangebote, Tourismusinformationen, Aktionen, Gutscheine und vieles mehr veröffentlichen, um hier das Altenburger Land oder Osterland auch genannt noch attraktiver für Besucher zu machen. Ja. Wir haben uns also dann so vorgestellt, dass die Show, besser gesagt, einmal wöchentlich erscheint, immer freitags. Und es sollen die Nachrichten, Informationen der vergangenen Wochentage nochmals rückwirkend betrachtet werden. Und ein Ausblick auf Veranstaltungen zum Wochenende soll euch näher gebracht werden dann auch. Ja, ja. Was gibt es übrigens noch zu ABG Info zu erzählen? Also, wir sind eine Informations- und Online-Plattform. Bei uns könnt ihr Nachrichten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Freizeit, Sport sowie die Nachrichten aus den Polizeidirektionen so und natürlich über Altenburg, Altenburger Land erfahren. Ja, wir haben natürlich auch andere Informationen, wie zum Beispiel Speisepläne von verschiedenen Anbietern. Kindergärten werden ja, soweit vorgestellt, Schulen, es gibt einen Marktplatz. Ja, und da sind wir ja schon bei der Chronik jetzt. Wie hat es eigentlich begonnen? Ja, und zwar haben wir uns damals 2004 im September selbstständig gemacht. Ich und der Janosch. Einige werden ihn vielleicht kennen von Dark Empire, einer Altenburger Band. Ich grüße euch, Jungs. Und die Webseite wurde dann halt veröffentlicht mit dem CMS, der Dirigent. Für alle, die nicht wissen, was ein CMS ist, ist ein Content Management System und Links und Infos erhaltet ihr dann in den Shownotizen unterhalb dieses Beitrags dann auf der Webseite. Den Link nenne ich euch später. Ihr müsst nichts aufschreiben, nichts. Einfach zuhören, genießen, die Einstiegsshow halt. Ja, wir haben dann 2005 den ersten Kontakt zu Presseagenturen, der Stadtverwaltung und vom Altenburger Land aufgenommen, sowie einige Vereine angeschrieben, Firmen und andere Stadtverwaltungen, ja, dass wir auch für euch Nachrichten online stellen können. 2006 dann, wie gesagt, haben wir dann das CMS Dirigent, der Dirigent genutzt.
Leider wurde dies nicht weiterentwickelt, also so, dass die Software auch veraltet ist und dann auch Angriffsstellen, ihr kennt das immer, wenn man eine Webseite hat und die ist nicht aktuell, können auch Hackerangriffe erfolgen. Das wollten wir verhindern und sind 2009 auf Joomla umgestiegen. Das ging am Anfang gut, muss ich ehrlich sagen, hat uns auch gefallen, das Design. Es sind auch immer aktuelle Updates erfolgt, aber die Seite wurde innerhalb von einem Vierteljahr, das war glaube ich damals so zweimal gehackt. Und wir saßen dann manchmal nächtelang dran, um das ganze Ding wieder zum Laufen zu bringen. Und durch Zufall im Juli 2010 bin ich, da ich ja wirklich affin im Internet bin und viel surfe und Google und so Kontakte auch habe, auf das CMS WordPress. Auch dazu gibt es dann einen Link, was das ist, gestoßen und habe dies angetestet. Und wie gesagt, das war dann einfach nur der Knaller, das Ding. Wir haben APG Info umgebaut, überführt von den einen System in das andere und es hat alles wirklich gut funktioniert. 2013, beziehungsweise seit 2013 haben wir dann das neue Design online gestellt, was sich natürlich jetzt immer ändert, auch was die Farbgestaltung angeht und die Inhalte. Es kommt immer was dazu. Wir werden demnächst auch wieder eine Umfrage machen, was ihr haben wollt, was euch nichts nutzt und so weiter oder was wir verändern können für euch, ne? Ja, und zwar seit 2014 haben wir, wie vorhin schon mal erwähnt, die Kindergärten, die Schulen drinne, die Speiseangebote. Hier nochmal wichtiger Hinweis an zum Beispiel Gaststätten oder Bistros, die Mittagsangebote wöchentliche machen. Einfach an uns herantreten, wir tragen die mit ein. Ja. Dann gibt es noch einen Marktplatz. Das ist so eine Art wie Firmen. Vorstellungsseite, ja, dort sind Angebote drin, dort kann man Aktionen implementieren, das jetzt für die ganzen Firmen, ja, Einzelhandel, Großhandel, egal was, nimmt mit uns Kontakt auf, wir können darüber reden, ne? Und seit 2015 haben wir dann einen Bereich für Immobilien und Wohnungen, also einen Immobilien- und Wohnungsmarkt implementiert auf der Seite und arbeiten gut mit regionalen Partnern in der Richtung zusammen. Geplant, also der Ausblick ist, es soll auf jeden Fall noch ein Kleinanzeigenmarkt rein, eine Jobbörse. Wir wollen eine, so die Art, ja, PDF-Zeitung mit reinbringen, ja, wo ihr euch auch so informieren könnt. Es sollen noch mehr Öffnungszeiten rein. Wir sind jetzt dran, Apothekennotdienst, Ärztenotdienst, was natürlich jetzt wirklich gefehlt hat und wo viele Infos kommen. Wir verfolgen das ja auch immer mal bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken, wo Leute fragen, welcher Arzt hat Urlaub, welcher Arzt hat auf, welche Apotheke und so weiter. Ne? Die Nummer vom Tierheim. Alles sowas werden wir demnächst auch noch mit aufnehmen. Habt aber ein bisschen Geduld, da wir nur zu zweit sind und das wirklich dann auch ordentlich machen wollen. Es kommt alles. Wie gesagt, ihr könnt auch unterhalb dieser Shownotizen uns Kommentare hinterlassen, was ihr gerne reinhaben wollt, was euch wichtig ist. Wir sind für euch da und wir versuchen dann das umzusetzen. Ja, Veranstaltungen werden stärker mit reingenommen. Dazu nochmal ein Aufruf an sämtliche Veranstalter. Schickt uns Mails und mit euren Veranstaltungstipps, ja, so dass wir das auch mit aufnehmen können. Jetzt komme ich mal noch zu einem ganz wichtigen Faktor. Und zwar, ja. Seid ihr ja auch interessiert an den Kennzahlen sicherlich, ne? Die Besucherzahlen, also haben sich seit 2010 super entwickelt. Und wir wollen ja nicht mit den Zahlen still und schweigend sein, sondern die Besucherzahlen waren im Jahr 2010, also im gesamten Jahr 2010, 25.064. So, und im Jahr 2015 konnten wir bereits 89.272 Besucher zählen.
So, bis März diesen Jahres haben wir bereits 26.278 Besucher. Also wir werden wohl die 90.000 dieses Jahr knacken, besser gesagt. So, und die Seitenaufrufe sind enorm gestiegen. Also im Jahr 2010 105.508 und im Jahr 2015 292.188. Ja. Im März, also bis März dieses Jahres, 2016, haben wir bereits 98.662 Seitenaufrufe zählen können. Das sind nur die Zahlen bis März. Ja, wir haben jetzt schon April rum, müssen wir gucken. So, des Weiteren haben wir in den sozialen Netzwerken viele Besucher, Fans und auch Follower, wie sich das nennt, also Folger. Aktuell im März Facebook 2.631 Fans, Twitter 180 Follower und Google Plus 49 Personen. Ja, und ich denke mal, das kann sich sehen lassen und da müssen wir uns auch nicht vor anderen Seiten verstecken. Jo, was gibt's noch zu erzählen? Wie sind wir eigentlich damals auf die Idee gekommen, diese Seite zu eröffnen? Ja, mich haben schon immer, sag ich mal, Nachrichten interessiert, den Janosch auch. Der ist jetzt leider nicht da, deswegen kann ich jetzt nur mal so von mir reden. Und zwar gab es damals ja schon eine Nachrichtenplattform, die es heute auch noch gibt. Es gab auch den für euch bekannten Fernsehsender und die Zeitung. So. Und wir haben uns gesagt, ach, warum soll es nicht auch noch eine zweite Plattform geben, die etwas jünger ist, für junge Leute aufgestellt ist sozusagen. Wir haben uns natürlich dann jetzt entwickelt, immer weiter entwickelt in den letzten Jahren und sind jetzt auch zu dem Entschluss gekommen, wir sprechen natürlich auch junge Leute an, wir möchten aber alle komplett ansprechen. Deswegen haben wir auch spezielle Seniorenangebote bald bei uns mit drinne, Jugendangebote definitiv. Ja, und schauen wir mal, na? Also wir haben viel vor. Was möchte ich jetzt noch anbringen? Ja. Viele werden es fragen, ja, wie finanziert ihr euch? Ja, ganz einfach. Durch Werbepartner, durch Spenden. Wir haben einen Spenden-Button drauf. Also wer gerne spenden möchte, kann auch, wenn es Prozent sind oder so, was da lassen. Wir sind für alles dankbar. Umso schneller können wir das auch weiter aufbauen hier. Das soll jetzt keine Werbesendung werden. Trotzdem sind wir darauf angewiesen. Und sind für ja, jeden Partner, der bei uns hier mitmachen möchte, dankbar. Jo. Gut, wie gesagt, Links und weitere Informationen erhaltet ihr aus der Sendung jetzt unter den Shownotizen. Ja, habt ihr Wünsche, Nöte, Vorschläge zur Verbesserung, dann hinterlasst ihr uns ebenfalls im Kommentar unter den Shownotizen. Ich gebe euch jetzt den Link. Das ist www.abg-info.de/show1. Ja, dort findet ihr dann, wie gesagt, alle Infos, Links und so auch zu den Nachrichten, die dann immer vorgelesen werden. Heute immer noch nicht, denn das ist die Startshow. Ja, wir freuen uns auf euch als Zuhörer bei der ABG-Infoshow. Und auch Leser von abg-info.de wissen, was abgeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. It's the summer highlight.